Ich sehe, du magst Spiele. Lass uns eines spielen. Meins hat ganz einfache Regeln. Aber man spielt es ohne Kleidung? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Nightfall. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier, um zuzusehen, wie ich mich einpisse. Genau, wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei dem Brief an der Wand. Und bevor wir den anfangen, habe ich gedacht, geben wir alle mal dem Video hier ein Like. Haben wir es gemacht? Tipptopp, super, dankeschön. Also, als nächstes denke ich mal, dass wir jetzt den Brief angucken und zu sehen, wie es weitergeht. Was für eine schöne Erfindung diese Mikrowellen sind. Frösche? Mäuse? Hamster? Dort drin zerplatzen kleine Tiere so herrlich. Na, also das ist anscheinend ein ganz kranker, der Clown. Genau. Ja. Und wie es aussieht, ist die Stunde jetzt immer noch nicht abgeschlossen. Ich bin gespannt, ob wir diesmal vielleicht schaffen, zwei Halbzeiten sozusagen aufzunehmen. Und ich muss euch leider gestehen, dass ich nochmal kurz, da wir das letzte Mal ja nicht so weit gekommen sind, nochmal kurz geguckt habe, wie es weitergeht. Und um weiterzukommen, müssen wir tatsächlich das Computerspiel, was wir von dem Clown bekommen haben, benutzen. Ansonsten wären wir wieder hier jahrelang durch die Wohnung gelaufen und das wollen wir ja nicht. Und genau, also ich habe nur das nachgeguckt, ne? Was passiert und so, das weiß ich nicht. Ich will nur nicht, dass ich euch die ganze Zeit hier Part für Part durch die Wohnung hier lotse und es passiert einfach gar nichts. Genau, und man muss hier in dem Computerspiel, habe ich ja schon gedacht, man muss hier ein bisschen rumlaufen. Und hier auf dem Schlüssel, ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Hier auf dem Tisch liegt jetzt ein Schlüssel. So. Und wofür der Schlüssel ist, das weiß ich natürlich auch noch. Nicht für die Haustür. Auch nicht für die Gartentür. Nein, die ist für den Tresor, der sich hier hinten in der Garage befindet. So, und ab hier ist jetzt für mich auch wieder Neuland. Mehr weiß ich nicht. Ich denke, darauf wären wir halt echt. Also ich wäre auf jeden Fall nicht so schnell drauf gekommen. Und wir wären dann nur wieder Part für Part durch das Haus gelaufen und das wollen wir alle doch nicht, nicht wahr? Lesen wir mal, was da drauf steht. Ich sehe, du magst Spiele. Lass uns eines spielen. Meins hat ganz einfache Regeln. Aber man spielt das ohne Kleidung? Okay, also auf jeden Fall ist die Stunde jetzt abgeschlossen. Wir haben es 1 Uhr und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und normal würde ich jetzt mit dem Part aufhören, aber was geht denn hier ab? Ist einfach so eine scheiß Spinne über den Bildschirm gelaufen. Genau, und wir machen einfach mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Genau. Sagt mir aber Bescheid, wenn es weitergeht. Oh, danke. Es ist 1 Uhr, noch 5 Stunden bis Tagesanbruch. Also wir müssen bis 6 Uhr morgens überleben, nicht bis 8 Uhr morgens. Ich dachte zuerst, wir müssen bis 8 Uhr. Gut. Dann haben wir jetzt den Brief gelesen. Das Licht flackert immer noch. Und ich denke mal, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Strom hier drin abgeschalten wird. Zuallererst schaue ich mal, wie es Jerry oben geht. Nach diesem Psychobrief, den wir dann bekommen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass der nicht mehr in seinem Käfig ist, nachdem er schon zweimal abgehauen ist. Aber mal gucken. Ne, Jerry geht's noch gut. Das freut uns natürlich. Genau. Sonst gibt's irgendwas Neues hier in der Bude? Nicht wirklich. Oh, nur Kerzen. Können wir sogar noch gebrauchen. Tipptopp. Die Musik verändert sich. Das bedeutet nichts Gutes, oder? Hat wieder aufgehört. Tipptopp. Ich dachte schon.
Hier ist noch auch alles gut. Ich traue mich fast gar nicht zu sagen. Ey, ich habe vor den Fenstern habe ich am meisten Schiss. Dass da plötzlich ein Gesicht so auftaucht. Ey, ist so richtig unangenehm, die Musik. Oh, da hängt ein neuer Zettel, Leute. Wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. What the fuck? Wie krank ist denn der? Entschuldigung, wir leben im 21. Jahrhundert. Hat die kein Handy? Womit man mal die Polizei rufen kann? Mann, schon wieder so eine Tür zugeknallt. Jerry! Mein Gott! Wir müssen nach dem Hamster gucken! Oh. Ihm geht's gut. Gott sei Dank. Der Moment, wenn einfach ein scheiß Hamster dein bester Freund im Haus ist, weil du alleine bist. Oh, das erinnert mich so richtig an Paranormal Activity gerade. Ey, wehe, der ist jetzt hier dann einfach im Haus oder so. Ich weiß halt, ich weiß, wir müssen bis um 6 Uhr morgens überleben. Aber das ist ja nicht gesagt, dass das Spiel nicht irgendwie so bei Stunde 2 Uhr nachts sein Ende findet, weil der Clown einen dann umbringt. Das Scheißfenster ist offen. Warum ist das Scheißfenster offen? Willst du mich Und irgendwo spielt so eine Scheißmusik. Mann. Das war die Musik von Scheiß Eiswagen. Da sind. Der hat auch nichts Besseres zu tun, als hier die Scheiße. Oh! Du Scheiße. Oh! Scheiße. Nein. Ist nicht wahr, du scheiß Bastard, Alter. Ey, für euch mache ich das jetzt extra nochmal in Slow Motion. Ohne Scheiß. Von wo kommt denn diese scheiß Musik? Die kommt aus dem Musikzimmer oben, oder? Ey, haut, jagt er mich fast durch das ganze Zimmer. Nee. Ich dachte zuerst, das ist das Spiel, wo wieder läuft. Boah, hab ich mich erschreckt. Danach dann erstmal eine Runde Kingdom Come Deliverance, damit ich wieder runterkomme. Video übrigens gerade oben rechts verlinkt. Oh nein, der Spiegel. Wetten, ich kipp den und dann steht der hinter mir. Nee, ist noch alles gut. Ist ja auch gruselig, die Clownspuppe, die ist nicht auf dem Stuhl hier zu sehen.
Hat die Musik aufgehört, ja? Oh, das ist ein neuer Brief an der Haustür. Gehen wir mal nachschauen. Verehrte Nachbarn, es ist uns zugetragen worden, dass mehrere Mitglieder unserer Nachbarschaft einen Eiswagen beobachten konnten, der durch das Viertel zieht. Das ist insofern ungewöhnlich, da wir mittlerweile Herbst haben und die Saison für Eis vorüber sein sollte. Trotzdem nähert sich der Wagen und sein Fahrer unseren Kindern. Die sind natürlich begeistert von seinem Clownskostüm, doch die Eltern sind besorgt. Sollten Sie den Eiswagen erneut sehen, fordern Sie den Fahrer bitte auf, unsere Nachbarschaft zu verlassen. Sollte er sich nicht kooperativ zeigen, rufen Sie bitte die Polizei. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Viele Grüße, Nachbarschaftswachen. Nein, da oben! Habt ihr gesehen, den scheiß Schatten? Shit, der ist im Haus jetzt. Klar, der Schatten war schon mal zu sehen, aber ich glaube, der ist jetzt langsam im Haus. Verdammt. Ey, hab ich mich eben erschreckt. Nicht normal, Leute. Nicht normal. Boah. Boah, okay. Noch 4,5 Stunden bis zum Tagesanbruch. Gut. Unser Haus ist langsam übersät mit Briefen von diesem Psycho. Es hat sich eigentlich wieder relativ normalisiert, alles jetzt hier drinne. Keine Musik mehr, ja gut, außer der Strom, der spinnt halt immer noch. Aber das kann uns jetzt erstmal egal sein fürs Erste, solange der noch läuft. Ich schlage vor, wir trinken jetzt erstmal was. So, sehr gut. Jetzt sind wir alle mal wieder runtergekommen. Ich nehme auch mal einen Schluck. Ey, wehe, ich erschrecke mich jetzt dann nochmal so. Damit habe ich jetzt aber auch wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass die Bücher plötzlich durch die Gegend fliegen. Also hat es ja dann... Also theoretisch, meine Lieben... Theoretisch hat es ja jetzt trotzdem irgendwas Paranormales, wenn ihr mal so überlegt. Und das ist nicht einfach nur so ein Psycho-Clown, der so ein Serienmörder. Weil aus irgendeinem Grund mussten ja auch die Bücher aus Geisterhand durch die Gegend geworfen werden. Das kann der ja nicht einfach so gemacht haben. Ja gut, er kann... Ja. Nee, kann er nicht. Also, klar, mit irgendwelchen technischen Spielereien und so, aber das ist ja viel zu aufwendig. Also theoretisch hat das ja was Paranormales. Gut. Ich zerbreche mir deswegen jetzt nicht den Kopf, sondern probiere jetzt einfach noch die 4,5 Stunden hier irgendwie zu überleben. Hat die Puppe schwarze Augen? Was soll denn der Müll? Wir könnten jetzt mal Ausschau halten, ob jetzt wieder irgendwo einen Brief an der Wand klebt. Puppe kennen wir schon. Gut, hier unten haben wir, glaube ich, jetzt alles mal wieder abgecheckt. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Ah, oben war ja auch der Schatten von dem Clown zu sehen. Waren wir seitdem schon oben? Und er ist in die Richtung gegangen, nach rechts. Jerry ist noch da. Das ist schon mal gut. Ey, ich schwöre, guckt euch die Türen an. Das ist doch vorprogrammiert, dass irgendwann einer hinter dieser scheiß Tür steht. Ey, mir wird das zu viel gerade.
Diese scheiß Jumpscares, will der mich verarschen? Ey, ich schwöre, mein Nachbar kommt gleich rüber, habe ich das Gefühl. Weil ich hier so rumschreie wie ein Mädchen. Ey, ich will einfach jetzt noch diese halbe Stunde überleben. Ich will einfach echt nur noch diese scheiß halbe Stunde... Mann! Ich spiele echt nicht oft so Spiele, Leute. Ihr müsst mir da verzeihen, dass ich da ein bisschen überreagiere. Oh nein. Sag mir nicht, dass der Strom jetzt auch noch ausgefallen ist. Nein! Wieso muss ich mit der Taschenlampe hier rumlaufen? Das reicht. Nein, verpiss dich. Wo soll ich hin? Ich habe überall Schiss hinzugehen. Ich würde gerne wissen, wie viel Uhr es ist, aber ich habe schon nur... Was knarrt hier so? So viele Kerzen habe ich überhaupt gar nicht, um hier alle Räume zu beleuchten. Das Wohnzimmer. Ey, ich glaube, wir bleiben im Wohnzimmer, Leute. Ohne Scheiß. Oh, noch 20 Minuten. Da kann doch so viel passieren. Da ist der nächste Brief, okay. Wie ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Das alles bei tosendem Gewitter. Die Verwirrung war perfekt. Da hätte man vermutlich eine Bank ausrauben können, ohne dass jemand etwas merkt. Oder Schlimmeres. Oh, Leute, Leute. Für mich ist hier fertig. Ey, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ey, gib mir dafür einen Daumen hoch, ey, dafür, dass ich mir das antue hier. Ohne Scheiß. Ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ey, euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao.